Hallo, ich bin Beate Wagner. Ich habe hier einige Arbeiten hängen im Gerichtsgebäude in der Josefstadt. Bin Illustratorin, Malerin und habe eine Schule für Dekorationsmalerei im 5. Bezirk. Ich mache Theaterkulissen, ich illustriere Fachbücher, ich mache Kinderbücher, ich male auch auf Porzellan und ohne Malen wäre das Leben nichts. Ich habe diese runden Arbeiten extra für die Gerichtsgebäude auch ausgesucht, weil sie einfach eine Bewegung in Gang setzen, die eine Fröhlichkeit ausstrahlt. Ich bin hier in einem Zimmer, das ist Jugendgericht, wenn ich, glaube ich, richtig informiert bin. Das heißt, um hier auch nochmal so eine spielerische Lust auch ein bisschen zu befeiern, die ja manchmal etwas untergeht, weil die Themen doch etwas tragischer sind. Inhaltlich, ja, es sind einfach ein Lebenszyklen. Ich finde, rund macht natürlich immer so eine Bewegung. Es hat auch was von Unendlichkeit. Es gibt verschiedene Erzählgeschichten in den Bildern, die muss aber der Betrachter sich einfach selber gönnen. Das heißt, ich lade Betrachter ein, im Bild herumzuwandern. Es sind wie kleine Gärten, es sind kleine archäologische Ausgrabungen, es sind Illustrationen, es sind Geschichten. Also ich bin die Friederike Hubacek und ich beziehe mich in meinen Bildern hier ganz gern auf Alltagsgegenstände. Und zwar deshalb, es umgeben uns oft viele Gegenstände, die wir nur unbewusst wahrnehmen und ich möchte sie damit eigentlich bewusst machen und man kann sich an den Gegenständen unbewusst vielleicht freuen sogar, ja, weil sie oft Farbe haben und Signalwirkung, aber man kann sich auch fast ängstigen manchmal, weil sie doch fast abstrakt sind in ihrer Art und jedenfalls sind sie ein starker Bestandteil unseres Lebens und damit beschäftige ich mich zum Teil auch. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass jeder Mensch eines hat. Er sieht in einer Weise, wie kein anderer sehen kann. Er nimmt auf in einer Weise, wie kein anderer aufnehmen kann. Und das ist auch, was den Maler und den Künstler vielleicht insgesamt so bestärkt, ist die eigene Welt zu entdecken und zu stärken, ja, und zu verarbeiten. Auch was umgibt uns am Markt eigentlich. Und das also sollte wegführen vom reinen Konsumdenken. Und das ist etwas, das mir halt dadurch auch hilft, mich besser in der Gesellschaft zu fühlen. Ja. Dieses Bild jetzt ist zu Gedichten von Josef Kopf. Das war ein Lyriker, der in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gelebt hat. Er hat sehr melancholische Gedichte geschrieben. Mich spricht diese Art von Dichtung an. Ich mag es nicht unbedingt immer lustig. Und es kommen immer wieder Tiere drinnen vor. Es heißt auch Abgesang der sprachlos hellen Tiere, dieser Gedichtzyklus. Und ich lasse mich eben oft inspirieren von einem literarischen, einem Gedicht, einem Text und zeichne dann was dazu. Und den Text schreibe ich dann auf die Leinwand und das gezeichnete Bild, meistens ist es auf einem etwas dickeren, auf einem Nepalpapier, manchmal auch auf Leinwand, den nähe ich dann drüber. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, dass ich das Bild gleich auf die Leinwand male und den Text drumherum schreibe. Das soll eine Mischung aus Vogelwesen und... Also es kann auch die menschliche Seele sein, die sich in einem Vogelwesen manifestiert. Mein Name ist Jago da Lessel. Ich wohne im 8. Bezirk seit über 30 Jahren. Was ich male, möchte ich jetzt halt ein bisschen berichten. Mein Malen schaut so aus, dass ich eher abstrakt bin, aber etwas, wo man noch was erkennen kann, dass... Und was ich male in Serien und wechsle halt die Serien. Das heißt, Sie werden sehen Bilder hier, die sind ja sogenannte Steine. Dann werden Sie Bilder sehen, die total aufgelöst sind. Also ich bin nicht eine, die immer das Gleiche malt, weil das wird man nach 10 Bilder langweilig. So, da vor diesem Bild, wo ich stehe, habe ich für eine Ausstellung in Deutschland gemacht und meine Überlegung war, dieses Bild dort gehört auch dazu. Also die beiden gehören zusammen und ich wollte das erste Mal sagen, ich will ja auch nicht nur abstrakt sein, das Bild
hier, also diese Blumen, und hier sind die Blumen aufgelöst. Das heißt, das Bild heißt gleich und doch verschieden. Und die beiden gehören zusammen. Ja. Genau hier auch eine Blume und hier die Auflösung der Blume. Und das heißt auch gleich und auch verschieden, weil ja, also der Format ist gleich, die Farbenskala ist gleich und hier so bin ich wirklich, ja. Und die Blumen habe ich als einen Experiment gemacht. Die haben Namen, ist auch eine Serie. Ich habe hier nur zwei hängen. Meereswind. Die sind dann nachher entstanden und die sind Abendstimmung. Also die habe ich besonders gerne. Mein Name ist Artbung, mein Künstlername ist Artbung und ich habe mich darauf spezialisiert, Vinylplatten zu bemalen, hauptsächlich mit Dusche und mit Acryl. Es ist eine sehr meditative, schöne Arbeit. Das neueste Experiment ist auch Vinyl auf Leinwand und es macht einfach Freude. Man kann sich reinkippen lassen in die Bilder, man soll Spaß haben. Es gibt auch die Möglichkeit, als Wanduhr meine Platten zu verwenden und ja, es soll Spaß machen, meine Bilder anzuschauen. Also ja. Malerei und Musik liegt bei mir ganz nah zusammen. Selber Klavierspielerin, ich singe auch und eben das Vinyl zu bewahren, weil vor ein paar Jahren war die Frage, ob das nicht eingezogen wird von der Industrie, die Vinylproduktion. Und deshalb ist auch die Überschrift meiner kreativen Plattenbemalerei, I really save the vinyl, also ich bewahre das Vinyl. Und also ich nehme grundsätzlich nur die Platten, die im Mistkübel landen würden und die rette ich und bemale sie. Also ich mache aus der Musik dann die Malerei, also dass die Kunst bewahrt wird darauf, ist mir ganz wichtig. فنان تشكيلي إبراهيم برغود من سوريا حلب. Sein Name ist Ibrahim Barghout. Er ist ein Künstler aus Syrien und kommt aus Aleppo. أنا خرجت من سوريا من لأنني لا أستطيع حمل السلاح ولا أتمكن من حمل السلاح بل أنا جئت إلى هنا إلى النمسا إلى فيينا من أجل أن أعبر بريشتي وألواني عن مأساة وطني. Ich habe Syrien verlassen, weil ich keine Waffen tragen will, keine Waffen tragen kann. Und ich bin nach Österreich gekommen, um mit meinen Farben und mit meinen Pinsel und mit meinen Materialien das Leid Syriens zu vermitteln. لأن الوطن احترق بكل شيء حتى الأشجار حتى الفراشات ماتت من الحرب. Und in Syrien ist leider Gottes alles niedergebrannt worden. Nicht nur, dass die Menschen leiden, es sind auch die ganze Vegetation. Und er hat gemeint wortwörtlich, selbst die Schmetterlinge gibt es in Syrien nicht mehr. ندعو المجتمع الدولي مساعدة الشعب السوري بإنهاء الحرب وعودة الأطفال إلى بيوتها. Und er wünscht sich, dass die Normalität wieder zurückkehrt nach Syrien, dass die Kinder wieder ein Heim bekommen und dass die Menschen wieder nach Hause gehen können, so wie überall. لأن السلام أهم شيء وأنا من هنا أدعو إلى السلام في العالم أجمع ومن خلال ريشتي وألواني أدعو إلى السلام مرة أخرى. السلام ثم السلام. Er möchte mit seinen Arbeiten um den Frieden bitten, nicht nur in Syrien, sondern weltweit, international. Und er bleibt dabei, seine Kunst vertritt Frieden, Frieden und nochmals Frieden. Danke. Dankeschön.